Es geht um Leben und Tod. Kein Satz könnte die Situation der Muslime in der Schlacht von Uhud besser beschreiben. Die Muslime hatten im Jahr zuvor die Götzenanbeter in Badr besiegt. Nun stand die Schlacht von Uhud an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte eine Strategie und hat gemäß seiner Strategie Aufgaben verteilt. Unter den Muslimen gab es Männer, die gute Bogenschützen waren. Die 50 Männer haben die Aufgabe bekommen, auf einem Berg Position zu beziehen und die linke Flanke der Muslime zu schützen. Die Bogenschützen durften ihre Position erst dann verlassen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es befohlen hat. Der Grund dafür war, damit die Quraysh die Muslime nicht flankieren und somit von hinten einkesseln konnten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den anderen Muslimen ebenfalls Anweisungen gegeben und sie so platziert, dass man sie nur frontal angreifen konnte, da an der rechten Flanke Berge waren und die linke Flanke durch die Bogenschützen geschützt war. Die Muslime waren in der Unterzahl. Es waren 750 Muslime gegen 3200 Götzenanbeter. Allerdings haben die Muslime es geschafft, gleich zu Beginn die Fahnenträger der Quraysh zu töten. Im Anschluss begann der Kampf und die Moral der Ungläubigen war niedergeschmettert. Sie wurden schnell zum Rückzug gezwungen, da sie erkannten, wie furchtlos die Muslime durch ihre Reihen einen nach dem anderen niedermähten. Gleichzeitig gab es kein Vorbeikommen an den Bogenschützen, die die linke Flanke absicherten. So liefen die Götzenanbeter weg und hinterließen all ihre Waffen und ihre Schätze, die sie mit aufs Schlachtfeld gebracht hatten. Als die Ungläubigen wegliefen, sammelten die Muslime bereits die Kriegsbeute ein. Die Schlacht war gewonnen. Doch als die Bogenschützen sahen, wie jeder sich die Kriegsbeute nahm, begangen sie einen fatalen Fehler. Sie verließen ihre Position, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen nicht erlaubt hatte. Als Khalid bin Walid damals noch als Mushrik dies sah, witterte er seine Chance. Er war der Befehlshaber der berittenen Soldaten der Quraysh und er befahl seinen Soldaten, um den Posten der Bogenschützen herum über die linke Flanke hinter der Linie der Muslime zu reiten und sie von hinten anzugreifen. Die Muslime standen unter Schock und waren unvorbereitet auf den Angriff. Einige waren bereits auf dem Rückweg, weil die Schlacht schon als gewonnen galt. Als die flüchtenden Quraysh das sahen, liefen sie zurück auf das Schlachtfeld und attackierten die Muslime von vorne. Die Muslime wurden eingekesselt und waren schutzlos. Viele Prophetengefährten, wie Hamza radiallahu anhu, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind an diesem Tag als Märtyrer gefallen. Die Muslime flüchteten, viele ließen den Propheten sallallahu alaihi wasallam sogar zurück. Zwischendurch dachten die Muslime sogar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben sei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde während dieses Angriffs stark verletzt. Die Muslime hatten die Schlacht verloren und kehrten enttäuscht und besiegt nach Medina zurück. Es sind insgesamt 70 Gefährten als Märtyrer gefallen. Die Rolle der Bogenschützen ist in dieser Schlacht sehr groß gewesen. Ihre Entscheidung, den Posten zu verlassen, hat zum Tod vieler Muslime und zur Niederlage der Schlacht geführt. Und das, obwohl genau dieselben Bogenschützen für den anfänglichen Sieg verantwortlich waren. Sie haben jedoch ihren Posten verlassen, weil sie einen Anteil an den Reichtümern haben wollten, die auf dem Schlachtfeld lagen. Ein Moment, in dem sie das Diesseits dem Jenseits vorzogen, hat gewaltige Konsequenzen verursacht. Was ist die Lehre aus diesem über 1000 Jahre alten Ereignis für uns heute? Heute ist der Islam ebenfalls im Kampf mit dem Kufr. Wir werden Zeuge darüber, wie unser reiner Islam von den Medien und den Institutionen angegriffen wird. Man versucht uns unsere islamische Identität zu rauben, indem man den Islam ändern möchte. Um als integrationsfähig zu gelten, müssten wir dem Hijab den Pflichtcharakter nehmen, das Gebet für nicht so wichtig halten und das Fasten im Ramadan für weniger relevant halten als den Besuch zur Schule. Außerdem muss alles Politische vom Islam geleugnet und eine ablehnende Haltung gegenüber Homosexualität und anderen Formen von LGBTQ aufgegeben werden. Muslime, die den Islam zum Fundament all ihrer Handlungen nehmen,
werden als Islamisten oder Terrorunterstützer gebrandmarkt. Jeder, der so einen Titel nicht erhalten möchte, muss den Vorgaben der Kuffar entsprechen. Auf diese Weise spalten sie die Muslime und sie spielen sie gegeneinander aus. Jedem von uns kommt die Verantwortung zu, diese Angriffe auf unseren Dien zu verhindern, indem wir zum Islam stehen und uns zu unseren Werten bekennen. Wir müssen ebenfalls klar benennen, dass die Verdorbenheiten der heutigen Gesellschaft nicht zum Islam gehören, dass wir keine Kompromisse eingehen. Wir müssen unsere Einheit bewahren und dürfen uns nicht spalten lassen. Jeder von uns ist einer der Bogenschützen, der auf dem Hügel steht. Wenn wir unsere Verantwortung nicht nachgehen und uns den Schätzen des Diesseits hingeben, wie die Bogenschützen mit der Kriegsbeute, wenn der Komfort und der Luxus, den diese Dunja zu bieten hat, uns wichtiger sind als die Pflicht, die uns Allah übertragen hat, als die Einheit der Muslime und der Reinheit des Islams, dann werden die Angriffe auf unseren Dien ebenfalls fatale Folgen haben und langhaltende Schäden mit sich bringen. Möge Allah bewahren. Aber dann werden Muslime beginnen, den Hijab nicht mehr als Pflicht anzusehen. Das Gebet wird seine Bedeutung verlieren. Die Perversion der LGBTQ-Ideologie wird seinen Platz in der Umma finden. Muslime werden untereinander gespalten sein. Der Islam wird nicht mehr rein sein. Wir müssen unseren Posten halten als die Bewahrer des Islams. Jeder von uns muss breiter Brust den Islam praktizieren, ohne sich dafür zu schämen. Jeder von uns muss zu allem stehen, was der Islam möchte. Seien es unsere Ibadat, seien es unsere Werte, seien es unsere politischen Rechtssprüche, alles, was von der Scharia vorgegeben wird. Meine lieben Geschwister, die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist voll mit Lehren für uns. Daher ist es notwendig, diese Lehre aus der Geschichte der Bogenschützen von Uhud zu ziehen. Wir dürfen uns nicht durch die Schätze der Dunya blenden lassen. Wir dürfen den Islam und die Muslime nicht im Stich lassen. Wir müssen die Stellung halten und den Islam verteidigen mit allen Mitteln, die wir haben, bis der endgültige Sieg kommt. Ansonsten werden die Konsequenzen sehr hart und schockierend sein, wie es für die Muslime war, als sie von den Kuffar eingekesselt wurden.